Durch einen 2:0 Erfolg am 18. Mai über die dritte Herrenmannschaft des FC Mecklenburg-Schwerin haben die Fußballer des Rhenaer SV den Kreispokal Schwerin-Nordwest-Mecklenburg geholt. Gekonnte Schüsse, schnelle Partien, beide Mannschaften haben alles gegeben. Die beiden Trainer wünschten ihren Mannschaften vorab ein gutes Spiel. Wir sind hierher gekommen, um natürlich zu gewinnen und es ist natürlich ein Pokalspiel. Wir haben, beide Mannschaften sind durch den Pokal sehr gut durchmarschiert und ich wünsche meiner Mannschaft natürlich viel Erfolg und auf ein faires Spiel und dann möge der Bessere gewinnen. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz enges Spiel heute. Ist Finale, alles ist möglich und möge der Bessere gewinnen. Wir wollen natürlich alles geben, alles raushauen und gucken, was geht. Und dann am Ende hoffentlich den Pokal hier behalten. Nach vielen Jahren in Kirchdorf auf der Insel Böhl wurde das Endspiel diesmal im Schweriner Sportpark Lankow ausgetragen. Vor rund 650 Zuschauern lieferten sich die Rhenaer und der FCM lange Zeit eine enge Begegnung. Organisiert und durchgeführt wurde das Kreispokalfinale vom Kreisfußballverband Schwerin Nordwestmecklenburg. Klar will jeder gewinnen, logisch. Wer nicht im Pokalfinale geht und das nicht gewinnen will, der ist ja auch irgendwie fehl am Platz. Also man muss schon mit dem nötigen Ehrgeiz und mit der nötigen Einstellung hier reingehen und am Ende hoffe ich, dass es einfach eine verletzungsfreie Partie wird, dass die Mannschaften fair miteinander umgehen, weil das ist auch das, wofür am Ende der Kreisfußballverband steht. Dieses Sportevent ließ sich Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier natürlich nicht nehmen. Schwerin kann sowohl deutsche Meisterschaften ausrichten als auch das Kreispokalfinale. Schwerin ist eben eine Sportstadt auf jeder Ebene. Es ist ja nicht jedes Jahr so, dass das Kreispokalfinale hier in Schwerin stattfindet, sondern es findet mal hier, mal da statt. Und deswegen ist es schön, dass auch auf dem Kreisliganiveau ein Finale bei uns stattfindet, weil Fußball ist ja ein Sport für jedermann und nicht nur für die Oberligamannschaften, auch für die Kreisligamannschaften. Deswegen freue ich mich, dass unsere Dritte heute hier das Finale ausrichten darf und drücke ihr natürlich alle Daumen. Für die Halbzeitpause hat sich der Kreisfußballverband etwas Musikalisches einfallen lassen. Die Schweriner Tanzgruppe Sparky Feet heizte dem Publikum ordentlich ein. Durch den Kreispokalsieg qualifizierten sich die Rhenaer für die erste Landespokalrunde in der kommenden Saison. Für sie stehen jetzt noch zwei Partien gegen die SG Zetor Benz und den SV Schifffahrt und Hafen Wismar aus, um den Staffelsieg in der Kreisoberliga perfekt zu machen.